Willkommen zu meiner Let's Play-Serie von FIFA 16 Taktiken und Formationen. In diesem Teil habe ich ein, zwei Änderungen vorgenommen, also im Vergleich zu den bisherigen Let's Plays, und zwar die Veränderung Nummer 1. Ihr seht, ich habe ein Hybrid-Team gebaut, also ich habe mich nicht auf eine Liga spezialisiert, sondern mal geschaut, ob es da auch gute Kombinationen als Hybrid-Team gibt. Und zum anderen ist es eben ein Non-Rare-Team, also für diejenigen, denen jetzt noch nicht so viele Coins zur Verfügung stehen oder generell auch mal Lust haben, ein Non-Rare-Team zu spielen, habe ich mir hier einige Spieler mal ausgesucht. Und des Weiteren, dadurch, dass ich jetzt ein Hybrid-Team gebastelt habe, habe ich keine weiteren Dream-Squads erstellt, also es gibt halt jetzt nur dieses Team hier, was ich erstellt habe. Ansonsten könnt ihr natürlich immer die Spieler auch verwenden, die ich in den anderen Teilen des Let's Plays schon vorgestellt habe. Die kann ich halt generell immer empfehlen und die sind auch für diese Formation, definitiv zu gebrauchen. Ihr seht, in diesem Teil geht es halt um die Formation 3-4-3. Eine sehr breite Formation, da ich dort linkes und rechtes Mittelfeld habe, sowie eben auch noch zwei Flügelspieler dazu, links und rechts, dafür halt nur einen zentralen Stürmer. Und wir haben zwei zentrale Mittelfeldspieler, die nicht als Sechser geführt werden und dementsprechend auch etwas anders eingestellt werden können von den Anweisungen her. Und eine Dreierkette mit drei zentralen Innenverteidigern sozusagen. Ja, wie möchte ich spielen? Ich möchte wieder erreichen, dass ich viel Ballbesitz habe und natürlich versuche, so früh wie möglich den Ball zu gewinnen. Also ideal halt schon am gegnerischen Strafraum bzw. in der gegnerischen Hälfte. Dann halt auch direkt umschalten und Torchancen kreieren, wenn es eben möglich ist. Ansonsten habe ich auch darauf geachtet, dass ich halbwegs spielstarke Innenverteidiger habe. Falls der Gegner doch etwas besser ist und ich mal etwas auf Ballbesitz spielen muss, dass ich auch die Möglichkeit habe, den Ball mal in den eigenen Reihen laufen zu lassen. Dann mal direkt rein in die Spieleranweisungen. Wir sind jetzt hier bei den Innenverteidigern. Die habe ich alle drei gleich eingestellt, und zwar hinten bleiben bei Angriffen und energisches Abfangen. Bei den beiden zentralen Mittelfeldspielern habe ich versucht, das so einzustellen, dass sie ihre Aufgabe bestmöglich erfüllen können, und die ist eben, dass sie vor der Abwehr ihre Position finden. Ich brauche sie nicht zwingend fürs Offensivspiel, um als kreativer Zehner zu agieren, sondern ich brauche sie unbedingt in der Gegenbewegung. Wenn ich Bälle verliere, wenn ich eine Flanke reinschlage, der zweite Ball, dass sie da sind oder dass sie halt auch sofort aus ihrer Position heraus wieder den Gegner attackieren können. Bringt mir halt nichts, wenn sie beide mit irgendwo im Strafraum rumlungern und der Raum dann bei dem zweiten Ball völlig leer ist. Ja, Hauptaufgabe eben, Position vor der Abwehr einnehmen, dort Bälle abfangen, Bälle wieder nach außen spielen und gar nicht unbedingt jetzt diese kreativen Pässe in die Spitze zu spielen. Nicht unbedingt notwendig, wir sind über die Flügel stark genug, um Chancen zu kreieren. Dementsprechend hat eingestellt, dass sie eben hinten bleiben bei Angriffen, energisch abfangen, Position halten und noch dazu am Strafraumrand bei Flanken, um eben die zweiten Bälle wegzuholen. Die äußeren Mittelfeldspieler, also Position LM und Position RM, linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, Hauptaufgabe hier, Spielbreit machen, Anspielstationen schaffen. Wenn wir eine Balleroberung haben, der Innenverteidigung, der Sechser, dann ist erstmal die erste Anlaufstation auf jeden Fall der Flügelspieler, weil da am meisten Platz ist und wir die Situation am besten überblicken können, wenn der Ball erstmal bei jemandem ist, der eben genug Platz hat. Und dann können wir auch ein Spiel aufbauen. Dementsprechend eingestellt außen bleiben, bei Chancenerarbeitung außen bleiben, Unterstützung, unterstützende Läufe da halt anbieten, nicht Abwehr überlaufen. Ich möchte da eben, wie gesagt, auf Ballbesitz spielen, da bringt es mir halt nichts, wenn sie immer probieren, ihre Gegenspieler zu überlaufen, dann kann ich nicht großartig auf Ballbesitz spielen, energisch abwarten, Position halten, dann ist sie auch wirklich außen bleiben. Und die anderen beiden Positionen sind unverändert, also grundlegende Defensivunterstützung, also nicht vorne bleiben oder nicht ständig mit nach hinten. Das würde ich unverändert eingestellt lassen und ja, beide Positionen gleich eingestellt. Ähnliche Einstellungen bei den beiden Flügelstürmern dann, also auch außen bleiben plus anbieten als ganz wichtige Einstellungen plus energisches Abfangen. Die anderen beiden Sachen wieder unverändert.
Im Hintergrund ist aber ein anderer als bei Position LM und RM. Also hier haben wir ja gesagt, wir nutzen diese Position als erste Anspielstation, um etwas Platz zu haben, um zu gucken, wie bauen wir jetzt unser Spiel auf. Hier stelle ich es deshalb so ein, um eine Überzahlsituation auf den Flügeln zu schaffen. Ja? Mir ist es ja letztlich egal, ob der rechte Mittelfeldspieler zur Grundlinie kommt und passt oder ob es der rechte Forward ist. Völlig egal. Aber ich möchte halt Überzahlsituationen schaffen, um ein Kombinationsspiel dort aufziehen zu können und deswegen ist das eben so eingestellt. Der zentrale Stürmer dann so eingestellt wie in den anderen Formationen, die ich schon gezeigt habe. Zentral orientieren, Anspielstation, energisch abfangen plus Passwege zustellen. Im Grunde genommen erklärt sich alles von alleine bis vielleicht Passwege zustellen. Das habe ich aber schon mal kurz erwähnt in einer anderen Formation. Also das bedeutet, und das sieht man halt auch, dass er erstmal in seine Formation zurückkehrt. Also wir spielen hier eine 3-4-3-Formation und die Option sagt eben, dass er erstmal seine Position in der Formation einnimmt. Wenn ich jetzt einstellen würde, Attacke unter Druck setzen, würde er halt sofort nachsetzen, wenn er den Ball verloren hat oder der Ball zu weit gespielt worden ist. Und durch die Option hier geht er halt in seine Position zurück und greift von dort aus dann die Abwehr an und man hat deutlich höhere Chancen auf einen guten Ballgewinn. In unserem Hybrid-Team habe ich mich dann für folgende Spieler entschieden. Ich stelle sie mal kurz vor. Im Tor Roman Bürki, ein richtig guter Non-Rare-Torwart. Gibt wenige, die da noch stärkere Werte haben. Linker Innenverteidiger Fabian Lustenberger, zentraler Innenverteidiger Serdar Taski und rechter Innenverteidiger dann Matija Nastasic. Ja, Lustenberger und Nastasic haben eben die guten Workrates mit mittelhoch und ich glaube sogar hier niedrig hoch, genau gering hoch. Und alle haben halt einen akzeptablen Tempowert. Der ist auch wichtig, wenn ich relativ hoch stehe. Da wären jetzt Verteidiger mit einem Tempowert von 40 jetzt nicht die idealen. So kann ich immer noch mal einen durchgebrochenen Spieler gegebenenfalls einholen. Ja, Taski finde ich richtig stark. Er ist defensiv richtig gut. Und eben auch in der Spieleröffnung passen 64 und Dribbeln 66 sehr zu gebrauchen. Das gilt auch für Lustenberger. Der hat da auch eine ganz gute Spieleröffnung mit Dribbeln 63, passen 63. Das fehlt Nastasic leider. Der ist in der Defensive richtig gut. Aber Spieleröffnung mit 55 passen und Dribbeln 51. Gibt es da sicherlich stärkere Spieler, die aber dann nicht die Workrates haben von Nastasic und deswegen habe ich mich dann letztlich dafür entschieden. Im zentralen Mittelfeld ging die eine Position an Daniel Bayer vom FC Augsburg. Absolut gesetzt, bin ich richtig überrascht gewesen. Den finde ich richtig gut, weil ich habe hier perfekte Workrates mit mittelhoch. Genau die habe ich da eigentlich auch gebraucht. Und dazu ein richtig kompakter Spieler. Wir haben hier Defensivwert von 75, aber eben gepaart mit Spieleröffnung, Passen 78, Dribbeln 77, richtig kompakt, da erwarte ich mir richtig viel. Gehen wir mal nach rechts, da musste ich mich letztlich so ein bisschen für Jonas Hofmann entscheiden, also ich habe da ja einen deutschen rechten Mittelfeldspieler gebraucht, um die volle Chemie zu bekommen. Von den Werten her finde ich Hofmann jetzt nicht so schlecht. Ich habe einen Tempowert von 80, einen Dribbelwert von 78, jetzt habe ich leider nur einen Passwert von 73. Den hätte ich mir da schon irgendwie noch ein bisschen höher vorstellen können. Und leider halt keine so guten Workrates mit mittelgering. Dafür wird es vorne wieder etwas besser. Da habe ich den Stefan Aigner. Der hat leider auch nur die Workrates von mittel-mittel, aber schwacher Fuß 5 plus einen guten Tempowert, einen guten Dribbelwert. Im Schießen und Passen könnte er natürlich etwas stärker sein. Die linke Seite sind dann Spanier außer Liga BBVA im zentralen Mittelfeld, links dann mit Bruno. Ähnlich wie Bayer, ein kompakter Spieler, der nur einen nicht so guten Wert hat und das ist halt sein Tempowert, der hat dann nur 57. Ansonsten hat er die guten Workrates plus Weakfoot 3 ist akzeptabel. Dribbeln hat dann 74, das geht noch. Dafür hat ein bisschen höheren Passwert mit 77 und in der Defensive noch eine 76. Links dann der Kapitän von Athletic Bilbao, Iker Muniain.
Er hat die guten Workrates mit Hoch-Mittel, leider hier auch nur schwacher Fuß 3 plus Kombination, dass er eben Rechtsfuß ist im linken Mittelfeld. Dafür aber richtig gute Werte, Tempo dribbeln, im Passen oder Schießen könnte es natürlich auch wieder etwas stärker sein. Links vorne dann Nolito. Auch hier habe ich die idealen Workrates mit Hoch-Gering. Richtig gute Werte, Schießen, Passen 79-79, dribbeln 83. Ihm fehlt leider etwas Tempo, aber das wird kompensiert dadurch, dass ich mit Munjain ja links einen richtig schnellen Spieler habe und die werden sich immer abwechselnd da die Bälle zuspielen und dann durchbrechen. Das hoffe ich zumindest. Zentral im Sturm habe ich mich dann für, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Paco Alcácer entschieden. Der hat die guten Workrates mit Hochmittel plus schwacher Fuß 4. Einen richtig guten Abschlusswert mit 81, das ist halt für einen 80er Stürmer richtig gut. Und dann auch noch solide Werte in Tempo und Dribbel mit 78 und 76. Und da haben wir einen Gegner gefunden. Eine 4-2-3-1-2-Formation mit Lewandowski vorne. Die Bayern-Spieler auf dem Flügel mit Ribéry und Costa. Zentral auch Bayern-Spieler mit Thiago und Philipp Lahm. Davor Kagawa in Form. Und Abschluss jetzt. Der kommt gut auf Lustenberger. Munir am Ball. Gut Nolito gespielt. am Ball. Nolito. Auf Er Munir. bekommt Hilfe. Da startet Nolito wieder. Müsste er sich mal durchsetzen. Gut Auch gemacht. klasse durchgesetzt. Den Ball holt er sich. Gut gemacht. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Bayern. Jonas Hofmann. 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 Hinten stehen sie Schön auf kompakt, aber Aigner. kommen sie jetzt vielleicht durch. Aigner mit der Soweit ganz Flanke. gut. Da war kein Gegenspieler mehr dran. Also Das gibt's gibt Abstoß. nur Abschluss. Klasse Parade, Angeköpft hier noch und eine daher jetzt Wiederholung. Abschluss. Ein guter Torwart ist eine Menge wert. Er sieht zwar nicht so Bayer aus, jetzt mit aber sie Tempo in den brauchen technisch Strafraum. starke Spieler. Bayer! Ah, kein guter Abschluss. Wir Ganz bleiben klarer mal im Ballbesitz. Passversuch. Einwurf. Einwurf jetzt. Aigner. Jonas Hofmann. Schön auf Hoffmann. Mit Tempo. Kommt da aber nicht vorbei und verliert den Ball. Ribéry. Kagawa. Agawa. Schön auf Jetzt Lewandowski dadurch. gegen Paski. Jetzt kommen aber noch andere zur Unterstützung und der Ball prallt zu Ribéry Ribéry. bringt den Ball rein. Ärgerlich. Und der kommt bei Und Costa jetzt das an. Tor. Der Ball Aber ist dann ist er weg. weg. Da kam die Flanke nicht gut rein. Bayer. War ja jetzt schön raus auf Aigner. Erstmal abgewehrt, aber der Ball bleibt bei uns. Da versuchen Sie es mit dem Jetzt Doppelpass. guter Ball. Ah, der wird nochmal abgefangen. Kagawa. Kagawa auf Lewandowski. Und jetzt gute Möglichkeit zum Kontern. Schön in den Raum. Aber Boateng natürlich. Kein Problem. Gut gemacht. Den Jetzt Ball aber holt er Fehler im sich. Spielaufbau. Schön Tor, Tor, durchgespielt, aber Tor. das war Ball natürlich ist oben. Da ist er etwas zu früh losgelaufen. Abseits. 0:0, also zur Halbzeit. Ja, 1, 2 Szenen auf beiden Seiten, aber noch keine 100% Torchancen, aber wir halten ganz gut mit und schauen mal, dass wir jetzt vielleicht mal ein Tor schießen. Nolito mit Tempo in den Nee, gut Strafraum. gearbeitet in der Abwehr. Ah, oh, da Und geht er dann vorbei. Boateng doch nochmal dazwischen. Eckball. Eckball jetzt. Da haben wir Bruno als Linksfuß drin. Der kann die Bälle bestimmt gut schlagen. Auf Eigner. Lusten, auf Boah, hier Aigner war eine das. Mähne gerettet. Ganz starker Einsatz. Auf der Linie kommt er an den Ball. Und gut abgewehrt. Und jetzt gibt es, Verteidiger ist glaube ich, bei ihm und Abstoß. dann geht der Ball ins Aus. Bayer, schön Gutes auf Zuspiel. Paco. Er probiert durchzustecken, kriegt den Ball nochmal jetzt die Das hat der Chance. Assistent Und gut. dann pfeift er Abseits. abseits, aber er schießt ihn ja auch nicht rein. Ah, das war eine gute Möglichkeit. Eigner. Einer wieder mit Hofmann. Schön im Jonas Hofmann. Zusammenspiel. Jetzt muss doch mal was passieren. Schuss! Chance. Klasse Und der Ball angeworfen, aber hält landet den in Ball den Händen fest. von Leno.
Ja, das war mal wieder eine Chance gewesen. Nolito am Ball. Nolito probiert da direkt nach vorne zu spielen. Holt er sich vollkommen problemlos. Jetzt gut gespielt. Muinain. Die Mitspieler wollen Bayer. Bruno startet durch. Schön nach innen gelegt und wieder Benatia dazwischen. Das hat eigentlich ganz gut gemacht wieder Bruno. Team im Spiel. Es steht weiterhin unentschieden. Bayer. Bruno. Jetzt schön gespielt, Bruno mit der Chance und 1:0 in der 90. Minute. Schöne Kombination und dann haben wir da den Linksfuß genau an der richtigen Stelle. Der macht ihn dann auch rein. Schöne Kombination. Hier nochmal gut abgelegt. Doppelpass gespielt. Ja, so kurz und dann ist er drinne, Bruno mit dem Treffer. Das müssen Sie jetzt eigentlich über die Zeit bringen können. Und dann Abpfiff. 1:0 gewonnen. Wir schauen uns mal die Statistik an. Ja, hier die Statistik. Ballbesitz und Passgenauigkeit klar besser als der Gegner. Torschüsse nicht allzu viel, weil immer der letzte Pass irgendwie nicht so gut war und immer nicht ankam. Aber von den Spielanteilen her kann man schon sagen, verdient es 1:0. Ja, das Team habt ihr jetzt gerade nicht gesehen, aber ich kann es euch kurz erzählen. Das war, glaube ich, eine 4-3-3-Formation. Sah mir aus nach einem No-Links-Wasted-Team. Links mit Ronaldo, rechts mit Messi, vorne mit Rooney in Form. Und auch richtig guten zentralen Mittelfeldspielern. Ein ziemlich starker Gegner. Und mal gucken, ob wir da mithalten können. Schön nach vorn gespielt. Und Paco Alcácer. Paco Alcácer. Heute hängt wieder vieles. Paco Alcácer wird ihn rauszuspielen, aber. Am Ball sicher einer der besten Spieler der Welt. Für mich ist es immer eine große. Jetzt weiter Ball auf Paco Alcácer. Der kommt da im Strafraum an den Ball, aber Cahill einfach zu stark. Marcelo. Javier Mascherano jetzt. Guter Ball. Langer Ball von Mascherano. Lustenberger verschätzt sich, Messi ist da erstmal durch, zieht nach innen und dann das Tor. Michael Carrick mit dem Treffer, nachdem Lustenberger sich da verschätzt hat, war Messi frei durch. Guter Ball von Mascherano nach vorne. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Paco Alcácer. Jetzt müsste er natürlich reinkommen. Auf Bayer, aber den fängt Cahill problemlos ab. Und dann weit raus. Und der Ball ist erstmal geklärt. Geht aber ins Aus. Schlecht gemacht. Einwurf. Nolito. Nolito. Alcácer. Bayer. Bayer. Schön raus. Vorbeigedribbelt, aber Schech im letzten Moment noch dazwischen. Jetzt Hofmann. Jonas Hofmann. Stark gemacht. In den Rücken gespielt, aber da steht dann noch ein Verteidiger und hat den Ball dann weg. Ja, 1:0 für den Gegner nach einem Abstaubertor, aber vorher ein guter Ball auf Messi und Lustenberger verschätzt sich da. Und dann kann Birki erst noch retten, aber der Nachschuss von Carrick dann nicht mehr zu halten. Ja, drüben ganz viel Platz für Nolito. Der Ball war aber zu lasch gespielt. Korrekt, und dann auch abseits. Das habe ich jetzt nicht so gesehen. Schade. Das war mal eine gute Möglichkeit. Jonas Hofmann. Gut gemacht von Hofmann. Auf Aigner. Der lässt erstmal kurz Marcelo stehen. Der mit der Grätsche. Es gibt Ecke. Ecke jetzt also. Aigner und Reinhardt. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Da gibt es nochmal Ecke. Wieder Ecke. Da haben wir nämlich den Gegenspieler angeköpft. Wieder Aigner. Sieht Jonas wieder gut Hofmann. Aus. Hofmann da kommt und zum jetzt Kopfball. Ist der Ball geklärt. Nastasic, den darf er jetzt nicht verlieren. Nolito. Super durchgesetzt. Jetzt könnte er flanken. Kann sich da durchsetzen, Nolito. Chance. Jonas Hofmann. Tor. 1:1. Jonas Hofmann mit dem Treffer, nachdem Nolito zwei Gegenspieler hat stehen lassen und dann sehr viel Zeit für den Abschluss. Paco. Aigner außen.
Und jetzt ein Zweikampf. Der kann da erstmal Marcelo hinter sich lassen. Jetzt Marcelo. Und nochmal. Gut gemacht. Und da kommt der Ball. Der Nachschuss drin. Führung 2:1. Wieder starke Leistung von dem Flügelspieler von Aigner in dem Fall, der Marcelo hinter sich lässt und sich gegen noch einen Spieler durchsetzt. Und dann bleibt Bruno, glaube ich, mit dem ersten Schuss hängen. Ja, das ist Bruno, glaube ich, hier. Und dann der Treffer von Nolito. Nastasic, gut gemacht. Und der Ball auf Muniain. Walker rennt erstmal zweimal am Gegenspieler vorbei. Pato Alcázar, den können wir ruhig mal mitnehmen. Der kann da vielleicht mal Smalling stehen lassen. Ah, ganz hinten wäre er gewesen, Smalling. Im letzten Moment bringt er noch seinen Fuß dazwischen. Jetzt kommt nochmal die Wiederholung vom Treffer eben. Ja, Eckball jetzt Bruno. Als Linksfuß schön reingegeben. Eigner mit dem Fallrückzieher. Tja, der Ball ging deutlich daneben. Und jetzt gibt's Abstoß. Versprechender Spiel auf. Boah, schön von Taski dazwischen. Wahrscheinlich letzten Angriff zum Ausgleich nutzen können. Jetzt Alcázar nochmal raus auf Eigner. Der müsste doch eigentlich an Smalling vorbeirennen. Kann er auch. Ganz hinten kommt der Ball nicht an. Und Cech hat ihn weg. Und dann ist das Spiel tatsächlich zu Ende. 2:1, der Sieg. Und das war ein Goldpokalfinale und daher jetzt eben der Titelgewinn. Ja, gucken wir uns noch die Statistik an. Ja, nicht ganz so starke Statistik für mich. 54% Ballbesitz, auch weniger Torschüsse. Passgenauigkeit natürlich wieder besser. Das war's auch schon wieder mit der Formation 3-4-3. Ich bin gerade so ein bisschen baff, wie gut die Formation sich doch eigentlich spielt. Also lustigerweise hatten wir gerade eben das Pokal-Halbfinale und Finale und beide Spiele dann auch gewonnen und das Turnier dann letztlich gewonnen. Gegen wirklich starke Gegner, einmal ein Bundesliga-Team mit der Creme de la Creme, mit Lewandowski vorne, links Alaba, war Neuer am Tor, weiß jetzt gar nicht, ich glaube auch Neuer am Tor. Und dann im Finale gegen ein BBVA-Team mit Ronaldo und Messi und wir mit unserem Non-Wear-Team dagegen gehalten. Aber in beiden Spielen eben die spielbestimmende Mannschaft, so wie ich mir das vorgestellt habe. Im Finale dann eben nicht ganz so viele zwingende Chancen, aber letztlich schon ein verdienter Sieg. Probiert es gerne mal aus, achtet auf die Sachen, die ich hier so ein bisschen erklärt habe, dann klappt es auch. Lasst mir gerne eure Kommentare da, über Likes freue ich mich auch. Bis zum nächsten Mal.